Wir kriegen die eh nicht mehr zu, scheiß drauf. Geht auch keiner mehr rein, von daher. Kofen! Dann kann ich nämlich, wenn ich das noch schließe, habe ich 2 Marken und kann 2 Leute segnen. Oh. So, ist die Runde durch? Oder? Aber ich muss noch sterben. Ich muss meine Gesundheit auffrischen. Jetzt bin ich vollkommen hilflos. Runde ist durch. Shio, Shio. Obwohl, zieht der Monster mir, der Boss mir irgendwie auf irgendeine Art und Weise geistige Gesundheit Nein. ab? Dann Nein. muss ich nicht mehr sterben. Dann warte ich doch. Ja, ich muss halt, das kann ich nicht zaubern. Okay, da drauf. Ja, ja, bei mir ist das kein Problem. Genau. Bei mir ist das so scheiße. Ich hätte zwar den hier, aber dann kriege ich immer nur 3 Würfel dazu. Und minus 5 kann ich nichts beitragen. Gibt es da unten noch einen Shop, der sich lohnt für mich? Für Geld? Ein Shop. Ja, Geld habe ich ja noch. Ja, hier. Hol dir doch hier so ein Special Game. Also ich werde hier hingehen, da kriegst du nämlich magische Waffen. Die sind zwar teurer. Was macht das Warenhaus? Was krieg ich da? Da gibt es einfache Gegenstände, das sind aber, die sind aber alle physisch. Bringt mir ja nichts, muss ich ja hier hoch. Ja. Ach ja, deine Pumpkin bringt dir auch nichts mehr. Nee. Aber gibt es denn etwas, was besser ist als mein Schwert? Wahrscheinlich nicht, oder? Mit 8 Dollar ist schon sehr. Es gibt aber natürlich noch andere Gegenstände, abgesehen von Waffen, die du da, die sehr nützlich sind. Zaubern will ich ja nicht, kann ich ja nicht. Nee. So verbrauchbare Dinger gibt's. Ja, so wie hier, wie seine, Schutzdinger hier. Gut, oder ein altes Zeichen, dass du uns hier nochmal eine Runde kaufen kannst. Und so. Oder 2 Einhandwaffen mit jeweils plus 4, dann kommst du auch über die 6. Ja, ja, gut, das. Also es geht, okay. Es geht. Okay. Weiter geht's. Für Sonst Glücksproben in Arkham, also schwärzeste Nacht, für Glücksproben in Arkham gilt ein Malus von minus 1. Für Schleichenproben in Arkham gilt ein Bonus von plus 1. Ein Hinweis erscheint in Hips Rasthaus. Wo ist ein Hips Rasthaus da unten, ne? Das ist ein Portal. Okay. Achso, Moment, wir sind wieder neu, ne? Ja. Und ein Portal erscheint in der schwarzen Grotte. Grotto, wieder, da kam ich doch drauf. So, wie viele Monster haben wir? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Waren wir jetzt schneller? 7, 7, ne? Dann kann auch 1. Wie waren wir dann noch? Nee, 6. Haben wir nicht jetzt? Wir kriegen Plus sind. Auf Leichen. 2, 4, 6, 7. 1. Ach, da, den habe ich nicht gesehen. Schon gut, der hat sich getan. Hat sich getan. 8 liegen wir jetzt. So, dann. Die haben wir auch schon fertig gemacht. Hier noch. Wickenbuchs. Ich will auf jeden Fall noch mal kämpfen, weil ich jetzt wieder meine Dinge auffüllen will mehr. Ich will mir alle verbündet. Ich komme zu der Hand. Hier. Ich kaufe die Yacht was. Danke. Damit hat er nicht geredet. Er hat viel zu lange gewartet. Nächster Ermittler. Wer ist denn der nächste Ermittler an einem Standort von hier aus gesehen? Das müssten ja wir sein. 1, 2. Ich stehe am weitesten. 3, 4. Hey, nein. Da, die habe ich schon umgehauen. Die kenne ich. Die mache ich noch mal abstellen. Okay. Alles, was irgendwie noch. Deine Freunde auch. Welche Wer hat die geringste Ausdauer aktuell? Das bin ich nicht. Ich habe 3 verloren. Ich habe 5. Ich habe beide 3. Dann würfel mal. 1 bis 3 bist du und ansonsten erwischst du den Vita. Ich war von ihr abhängig. Ja. Das fand ich jetzt überhaupt nicht gut. Ich helfe dir, wenn er hat sich auf dich gestürzt. Toll gecheatet. Sonst noch irgendwie hier. Boah, der bewegt Scheiße, sich auch. Dann soll es in Richtung Schwarz. Oder darf, ist das, was ist vorher? Monster verschieben? Also Monsterphase kommt vor Werte verschieben oder Werte verschieben kommt Werte vor verschieben vorher. Das ist scheiße gelaufen, Mann. Das ist wirklich scheiße gelaufen. Ab in die Klaps. Bin so, ich schon okay. Im Zauber oben. Dann, damit du keine AP verlierst. Ja, mach ich dir gleich. Ja, ja, ich meine, dann nicht, dass er dich noch haut oder so, damit du halt nur eine. Haut? Ja. Ja, schade, weil ich wollte uns oder dich halt noch segnen. Ja, das. Okay. Weil es ist verschwendet, dass ich hier liegen lasse. Shigo, du bist als erstes dran. Scheiße. Tja, Weil hier oben kann ich nichts damit machen. Kriegst du das Ding? Achso, der ist jetzt wieder da. Physische Luna, du kannst dich ja magisch zaubern. Mhm. Haben wir ja gemacht. Wegschleichen ist eher ungünstig. 3 Treffer. Bei minus 1 Würfel. Aber du musst vorher die Horrorprobe bestehen mit minus 2 Würfeln. Den hau ich doch um! Warum? Ja, weil das der heißt nochmal die plus 4 Treffer. Hat 2 Treffer braucht. Was hier unten das? Ja. Das ja, 4 geistige Gesundheit würdest du verlieren. Dann habe ich 6 würde man Würfel verlieren. Wenn du die Horrorprobe nicht schaffst. War auf Wille, ne? Minus 2. Minus 2. Ich bin im Arsch. Kann ich schleichen und Wille kann ich mich nur noch verkacken. Schleichen schaffst du aber, oder? Nein, auch nur 1. Beides 1. Ein Würfel. Dann hast du ein Problem. Wenn wir alle auf demselben Feld, muss ich zuerst kämpfen? Ja, es geht der Reihe nach. Nehme ich mal vorgelassen, Leute. Als ob das Vita anfängt, hätte bei dem es angefangen. Dann wäre es genauso gewesen. Ah, wohl, das stimmt.
Aber wer weiß, was dann schon alles anders gelaufen ist. Eben, das kannst du nie wissen. Das darf ich. Dann wäre ich vielleicht schon vorbei. Tja. Können wir noch handeln? Oh, so dicht am Sieg. Können wir noch handeln? Nee, am Ende der Bewegungsphase okay. Nur. Ja. Das ist ein Würfel, ne? Und aber du hast ein paar Hinweise. Ja, das geht ja auch wieder. Ja. Dann flieh lieber, oder? Weil sonst musst du kämpfen und. Jetzt ausweichen? Ausweichen, Würfel. Ein Würfel. Kämpfen und Horror. Horror. Mhm. Achtung, jetzt kommt's. Ah. Ja. Ein Hinweismarker. Yes. Jetzt lassen die den. Darfst du dich auch noch bewegen, wenn du willst. Ich muss jetzt auch noch zurück. Achso. Okay, jetzt mal den Zauberladen. Okay, dann ist Stalo dran. Mach den platt. Machst den platt. Bist auf die Horrorprobe, der tötet mich. Horrorprobe, minus 2. Auf. Ich vergesse Wille, immer. Wille. Das Gegenstück von Kampf. Nicht. Ich bin, ja, der wird mich jetzt fressen. Wenn du schmeckst. Ich wirke schnell ins Haus. Ich darf noch mal würfeln, ich bin tapfer. Sei tapfer. Ich werde oben landen. Geschafft. Dann kommt dieser Kampf. Minus 1, du brauchst 3 Erfolge. Ich habe 3, 9, 11. Und wie viel macht der Minus? 3. 1. Ach, 1. Dann habe ich 10 Würfel. Also wirst du wohl 3 Erfolge zusammenkriegen, oder? Ja, das ist schon mal einer. Eine. Das ist nicht gut. Nee. Können wir uns einen merken? Ja, ja, ich glaube, es kommt gerade hin. Ich weiß ja nicht. Wie viel waren das nochmal? 3. Wäre auch egal. Ja, ja, ich habe neue. Da habe ich ihn wieder. Wo kann ich ihn nochmal handeln? Ungefähr. Ja, bleibst du stehen. Ich habe gerade noch einen Kopf hier draußen gefunden. Ja, kann ich ihn eintauschen? Ich schlage mal den Geld. Ich will noch für die laufen Monster. Übrigens. Darf ich das nicht? Nein, du hast ja gekämpft. Boah. Jetzt halten die mich schon wieder gefangen, die Monster. So, ja, ich kann ja nicht abhauen. Ja, das brauchst du. Was willst du damit machen? Für 2 Punkte kriegst du eh nichts. Geld hätte ich ja genommen. Dann. Brauchst du aber auch mehr für. Eigentlich Geld. Brauchst du 5 Widerstand. Gibt's zur Bank noch, wenn die vorbei ist? Ja, aber dann muss ich alle meine Items weggeben. Ja, aber das holt ihr doch nicht zurück, wenn der Boss da ist. Also 10 Runden schaffst du. Du hast 10 Runden Zeit. Ich glaube, das kriegen wir so gerade so hin. Zur Bank kommst du aber leider nicht. Ich muss doch jede Runde einen Dollar abgeben. Ja, aber doch nicht, wenn der Bosskampf ist. Dann gibt's ja nur noch die. Nein, das ist eh zu spät. Das ist ja eine Runde, der Bosskampf. Da wollen die dein Geld nicht mehr. Ja. Wenn die Welt untergeht, dann sieht die das nicht mehr. Dann holen sie dich. Und dann wirst du gefändet. Weil sonst gehe ich hier, kann ich ja Geld kriegen, ne? Ja. Gehe ich hier ins Warenhaus. Hier. Second. Oder soll ich hier rein? Nein, willst du jetzt noch Nein, wenn du da noch ein Portal holst, musst du vielleicht noch einen Gefährten holen. Dann kannst du nämlich einen umsonst tun, weil eins hast du ja noch. Dann gehe ich lieber hier rein. Okay. Das ist nämlich plus 1, das ist einfach so zum Schließen. Ja, wie den? Komm, den knall ich weg. Den knallst du weg, den Migo. Ja, ist ja auch noch ein Gefährt. Ja, das ist übrigens der Migo, so eine Art Käfer, Insekt, irgendwas, wenn man es erkennen kann. So, der hat. Erstmal Horrorprobe, minus 1. Mach ich nicht. Du wolltest aber 2 Ausdauer verlieren, also machst du sie. Bei der Horrorprobe? Verliere ich mir trotzdem nur einen. Haben wir bis jetzt die ganze Zeit nicht gesehen? Nee, steht drauf. Steht immer drauf. Haben wir drauf geachtet? Haben wir immer drauf geachtet? Ja. Bei Danu war ja von 4 oder 6. Ja, eben. Genau, deswegen. Okay, das ist weg dann natürlich was anderes. Ja. Lass doch mal das Ding los. Gib das her. Ja, Horrorprobe, los. Ja, das ist natürlich schon kacke, ne? Ich hab ja noch meine Fähigkeit hier notfalls. Minus 1. Minus 1. Lass ihn. Ja. Lass ihn mal irgendwie flachsen. Lass ihn hier oben lang. Ja, muss ich dann auch. Also entweder schleiche ich jetzt. Kannst du den einzigen Horrorprobe nicht schaffen? Nee. Warum nicht? Ja, weil ich keine Punkte habe. Jetzt Wille 0. Null. Okay. Ja, eine. Könnte ich da unten noch. Ja, weil die ganze Zeit eben auch. Da war ein Monster, waren 3 Punkte drauf. Ja, kriegst du einen Schaden. Ja, lass mal. Nee, wir haben da jetzt Luft. Ich hab's ja auch bei mir bei Shino gefragt. Ja, bei mir und selber. Dann hast du nicht richtig zugehört. Du hast die Karten immer in der Hand und sagst mir, was passiert. Ja, ich sag immer nur, was du machen musst. Minus 2, das heißt, ich kann auch nicht schleichen. Dann Zauber, bevor du verreckst. Lass dir keinen Damage abdrücken. Ne, welche Horrorprobe? Achso, Horrorprobe ist ja kein Damage. Nur geistigen Schaden. Ja, okay, pass auf, dann. Oh, hat sich erschraubt und ist umgefallen. Sanatorium. Schade, dann kann ich natürlich nicht segnen. Die Hälfte deiner Gegenstände sind weg. Ja, und die Hälfte deiner Hinweismarker. Alle Schwede. Sind das hier auch Gegenstände? Wo war denn der jetzt? Sind das Gegenstände? Hier unten. Sind das Gegenstände? Ja, klar. Der kommt weg.
Du hast 1, 2, 3, 4, 5, also musst du 2 Gegenstände abgeben. Ja, das Tor brauche ich nicht mehr. Und eigentlich brauche ich auch das hier nicht mehr. Den Zauber ist auch nie genutzt übrigens. Ja, weil ich immer genug für den habe. Ja, genau. Aber wie lange halte ich gegen den Typen durch? Weil, wenn ich voll bin, habe ich 7. 2 kostet mich der Zauber. Also 2, 4, 6 kann ich 3 Runden... Ich habe auch nur 3 Marken. Das heißt, in der 4. Runde wäre ich eh tot, ne? Na, 3. Du würfelst ja, ob du die verlierst. Ah, ja, dann kann ich nämlich ab der... Du würfelst doch gegen Runde 4. Genau, erstmal schleichst ja. Und dann plus 1. Die ersten 2, 3 Runden schleichen kann man schaffen. Ja, das heißt, ab Runde 4 habe ich sowieso kein Brain mehr zum hier reinstecken, also muss ich dann den Zauber nehmen. Sonst bin ich auch... Ja, aber nur für eine einzige Runde, ne? Wieso? Kämpfen wir nur 4 Runden lang? Nein, aber der kostet doch auch einen. Das ist ja dein letztes Brain. Ach, der kostet nichts. Das sieht halt diese Handrunden. Also es ist dann einfach nur so ein Händchen. Deswegen würde ich den gerne aufheben, sonst bin ich nachher völlig nutzlos. Obwohl, auch selbst damit, mit dem minus 5 von ihm, habe ich nachher nur noch einen Würfel beizusteuern. Besser als nichts. Aber besser als nichts. Ich habe 6 Würfel. Ich habe 6 Würfel gegen den. Aber das hier brauche ich auch nicht, weil geistige Gesundheit weg will ich ab jetzt nicht mehr machen. Eine neue Torkarte oder Standortkarte. In Portale gehe ich nicht mehr rein, hier schmeiß ich weg. Ich hefte deine Hinweismarker. Verbündete auch schon weg? Zählen Verbündete als Gegenstand? Nein. Nur Zauber und halt wirklich Gegenstände. Ich wollte halt wissen, wenn ich sterbe, dann muss ich bis jetzt nur den abgeben. Mit abkratzen. Nee, ich den schon mal hier so halb. Okay, wer war denn als erstes? Ich darf mich noch bewegen, ne? Weil deswegen habe ich nämlich keinen Will auf. 3, 4. Nur wenn ich nur einen würde, den verliere ich ja nicht. Ach, dann ist Kampf super. Auch hast, ja. Ja. Okay, dann ist als nächstes Begegnungen. Jetzt muss ich mal noch mal zählen, ob ich mich hier nicht wieder vertan habe. 2, 4, 6, 7, 8 Monster sind gerade direkt auf. Nee, ich will nur Portale 1, 2, 3, 4, 5, 6. Du hast eben 2 ausgegeben. 7, 8, 9. Ja, passt. Ja, passt. Okay, dann Shigo, du stehst hier, ne? Mhm. Willst du begegnen oder willst du Geld ausgeben? Ich kann kein Geld ausgeben, ich hab nur einen Dollar. Ein Dollar gibt's da nichts. Dollar ist euer. Ein Dollar kannst du Mandy. Mira Becher, die Besitzerin, starrt dir ins Gesicht, dann schreit sie auf. Sie wurden gezeichnet, raus hier und wirf dich hinaus. Geh auf die Straße, verliere eine geistige Gesundheit durch diesen beunruhigenden Vorfall. Guck mal, wenn mit dir so Kack passiert, ne? Oh ja, wenn dir das jetzt passiert, ja. Ja. Sofort umgefallen und Verpiss dich. Dalu. Ja, ich kann kaufen, will ich noch nicht, komme ich später nochmal wieder. Willst du eine Begegnung? Genau, ich will nicht, muss ja. Zur Not nehme ich an. Gesinnte Zimmernachbarn halten dich die ganze Nacht wach. Bestehe eine Glücksprobe, minus 1 oder verlierst eine Ausdauer oder eine geistige Gesundheit deiner Wahl. Darf ich das andere vorher auswählen, wenn eins aussuchen? Ach, du hast ja 2, ne? Kriegst du ja immer. Ja, ich darf auswählen, welche. Ja. Du entdeckst einen schlecht verborgenen Zugang im Untergeschoss, der in einen kurvigen Tunnel führt. Wenn du ihn betreten möchtest, kommst du in der Silberloge der Dämmerung wieder heraus. Ziehe 2 Standortkarten, suche dir eine davon aus, die abgehandelt wirft und wirf die andere ab. Silberloge der Dämmerung. Ah, da kann ich auch in den Club. Ich werfe weiter nach oben. Und was würde dann passieren? Das sind jetzt 2 neue Standortkarten, dass wir wieder eine aussuchen. Ja, okay, komm. All in. Mehr als sterben kann ich nicht. Ja, das wäre richtig kacke, wenn du deine geistige behältst und jetzt noch physisch einen aufpackst. Ja, deswegen. Das wäre richtig kacke. So. Möchten Sie dem Orden beitreten, fragt Carl Sanford und einige seiner Handlanger. Wenn du akzeptierst, zahle 3 Dollar und nimm dir die Mitgliedkarte der Silberloge der Dämmerung. Wenn du ablehnst, musst du eine Willensprobe minus 1 bestehen und verlierst 3 Ausdauer. Während die Handlanger dich aus dem Gebäude begleiten. Egal, ob die Probe bestanden wurde oder nicht, du bewegst auf Straße. So. Führe eine schleichende Probe minus 2 durch. Bei Erfolg schlüpfst du in den Tempelbereich der Loge und findest 3 Gegenstände von Interesse. Für jeden der beiden Gegenstände machst du einen Würfelwurf. Was passiert, wenn nicht? Ja, Moment. Ich bin jetzt nur ein Satz. Bei Erfolg ziehe einen besonderen Gegenstand. Bei Misserfolg einen einfachen Gegenstand. Hä? Kannst du nur gewinnen. Ja, dann nehme ich natürlich das. Ja, schleichende Probe minus 2. Habe ich nicht. Dann kannst du es nicht machen, dann passiert gar nichts. Gut. Sonst hättest du bis zu 2 Gegenstände bekommen. Du Geier, ey, dann wäre doch wenigstens noch Mitglied. Nee. Den Horn will ich nicht. Was? Ja, ich bin, geh dann ja hier. Die haben handgerollte Zigarren. Komm rein. Ich hab 2 Türsteher. Traumlande. Nico. Krieg ich da jetzt keine Sanatorium, du würdest dich wahrscheinlich hochheilen, ne? Ja, 2 Dollar, Baby. Kling, 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 kling.
Hat man nicht sonst immer zwei Begegnungen da? Ja, hast du. Jetzt in der nächsten Runde kriegst du deine erste. Dubrain. Bei der ersten gehst du halt erst rein. Du hast eine Begegnung drin. Sein genau. Ist reingesaugt. Ach, hast du zwei. Das deswegen voll, okay. So, und ich habe auch noch eine Begegnung. Also ich bin best of. Ich kann jetzt ab jetzt warten. Du findest ein ungewöhnliches Buch, das eine böse Ausstrahlung hat. Als du dich daran vertiefst, wirst du hineingezogen. Führe eine Wissensprobe minus 2 durch. Falls du bestehst, bekommst du tiefgründige Einblicke in die übersinnliche Bedrohung des Mythos. Wirf einen Würfel und erhalte eine Anzahl an Hinweismarker, die der gewürfelten Augenzahl entspricht. Wenn du versagst, verschluckt dich das Buch, körperlich und geistig, und du verlierst 2 Ausdauer und 2 geistige Gesundheit. Gut, Hinweismarker, Anzahl der Erfolge. Wissensprobe minus 2, dann habe ich noch 3 Würfel. Runter. 3 Erfolge, kriegst 3 Hinweismarker. Ich kann hier nicht weg. Okay. Ich muss mal die Tür aufräumen hier. Nicht mehr. Ich bin ja, nicht mehr. Sind wir einmal wieder rum, ne? T-Play Barber. Darfst das Ding weitergeben? Ich guck mal, was unsere Zeit sagt. Wir haben noch. Nee, die brauchen wir. Möchte noch jemand was verschieben? Ja. Oder? Nö. Kämpft. Was war nochmal Will? Horrorproben. Muss man Horror später bei ihm haben? Ja. Nein, das heißt, ich muss am Ende nochmal auf 5 gehen. Ja. So. Böser Nebel. 14 Würfel. Für Willensproben in Arkham gilt ein Malus von minus 1. Für Schleichenproben in Arkham gilt ein Bonus von plus 1. Fliegende Monster bewegen sich nicht. Was war der erste Wert, Entschuldigung? Minus 1 für Willensproben. Ach. Was willst du von mir? Ich lese was. Nein, du willst mich bedrängen. Sexuelle Belästigung. Als ob sich das belästigt. Ja, wir müssen noch irgendwo kurz magische Waffen hier kriegen. Ich überlege mir dann, eine Runde habe ich. Ja, aber ich kann keinen Schaden machen. Das ist die unerforschte Insel. Hier hinten wieder. Sascha, da war ja noch oder, zählt das hier dann? Sind auf? So, wir haben wieder eine Monsterflut. Ne, haben wir nicht. Friedhof, Portal. Du kriegst ja minus 5 von ihm. Also, selbst wenn du auf 3 bist, minus 5. Mhm. Ja, gut, klar. Schwächen. Als Monster kommt so ein Schuh. Du das Schwert hast du. Ohne Schwert wärst du nichts. So, alle Monster mit Plus oder Mond bewegen sich. Hatten wir gerade schon keine. Gut. Haben wir jetzt auch keine. Wir haben auch zu viele Monster liegen, ne? Übrigens. Ja? Mhm. Wie viele haben wir denn? Immer 9. Also nicht kennen. Und der Rote muss wieder weg. Und Terror. 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 Okay. Ready? Jo. Mag man raus? 1, 2, 3, 4, 5. Ich bleib da. Ich kann nicht weg. Schleich dich. Okay, dann. Schleich dich. Was mache ich denn? Du bist da unten. Auch was müssen wir eigentlich gleich nochmal bei dem Viehtest noch wissen? Schleichen. Auf Schleichen? Ja. Achso, Moment, wir haben ja gerade die Runde angefangen, ne? Wenn der Typ da kommt. Mhm. Ach, war verschieben schon wieder. Verschieben es am Anfang. Ja, war schon. Ich verpeile es immer. Ich frage jedes Mal. Mal. Ich hab's auch gemacht. So. Ich verpeile es. Schiebe es mal. Ich verschiebe es. Geschwindigkeit brauche ich da nicht mehr. Wenn ich noch kein Hausverbot habe, noch. Noch nicht. Die Fahrt ist rum, ne? Ja, jetzt wird wieder die Gärtnung. Gehst du nicht gerne rum, oder? Ja, stimmt, du darfst auch kaufen. 3 Gramm. Ja, dann werde ich gleich auch kaufen. Schau, ich krieg da was. Ja, wie viel habe ich überhaupt? Die das ist mein Geld mindestens, ne? Ja. Ich hoffe, ich krieg da eine magische Waffe irgendwie, weil bis jetzt kann ich gar nichts machen. Ja, ich hoffe es, ich weiß es nicht. Alle mindestens 6 oder 5. Ja, kann sein. Werde ich gleich sehen. Jetzt hier, pack aus. 3 Gegenstände für mich. 3 besondere. Wenn jetzt noch ein geiles 2 du hast den Rubi von Relais, der Ermittler erhält 3 Bewegungspunkte extra. Dauerhaft. Ein Buch verbrauchen, einen Bewegungspunkt ausgeben, um eine Wissensprobe minus 1 auszuführen. Erfolgt, ziehe einen Zauber, verliere eine geistige Gesundheit und lege namenlose Kulte ab. Ja, kann ich nicht.
Oder eine magische Waffe mit plus 3 auf Fechtprobe, einhändig. Perfekt. Einhändig, plus 3. Ja, dann müsste aber die nächste plus 4 sein, sonst macht es keinen Sinn mehr. Nee, aber die kannst du gleich tauschen, wie die Leute teuer gar nichts haben. Ansonsten gibst du sie gleich mir, Dalu. Ja. Grants kann keinen Schaden machen, Sascha kann keinen Schaden machen. Shigo hat Shigo kann. Shigo nur so lange, wie die zaubern kann. Kostet der Zauber nicht was? Ja, eins. Ich glaube 3, also 2. Mhm. Ja, also wäre es auch sinnvoll. Ich kann auch nur. Tja, Leute, seid ihr wieder auf mir angewiesen? Ich hätte mir von dir nochmal einen Dollar geben lassen. So, scheiße, na egal. Wieso, was, wenn ich jetzt nochmal für 5 Dollar kaufen will? Ja, kannst du auch machen. Ich habe jetzt hier... Du hättest mir dein ganzes Geld geben sollen, damit ich da einkaufe die ganze Zeit. Ja, falls was Teures kommt. Richtig. Wenn es nämlich ein 8-Reichen kommt... Bestehe eine Glücksprobe, minus 1, um zufällig einen der roten Singvögel von Kelafias zu begegnen. Sein Lied erfüllt dein Herz mit Trost und Kraft. Fülle deine geistige Gesundheit und deine Ausdauer auf den Maximalwert auf. Wo ich eh nicht bin. Fantastisch. Gerade er, weißt du, von den Monstern sehen. Doch, ey, hier. Das war nicht mal ein Monster. Das war heftig, ey. Der hat mir das Messer hingelegt. Du bist drüber gestolpert. Wollte auf mich zurennen, hat das Messer falsch gestürzt und sich selbst gestochen. Du hast dann, wo stehst du? Du machst du da was? Oder ich mach nur, ich stehe, kann ich da? Doch, du kannst da hier durchsuchen. Begegnung. Ich kann da nicht durchsuchen. Begegnung. Du wirst für einen Insassen gehalten und Dr. Minz beschließt, dich von den Krankenpflegern ruhigstellen zu lassen und an dir ein Experiment durchzuführen. Für eine Willensprobe, minus 1 durch, du brauchst 2 Erfolge, um das Ergebnis herauszufinden. Wenn du bestehst, erhöhen die Drogen deine Lernfähigkeiten und kannst eine Fähigkeit ziehen. Wenn du versagst, verpasst du die Injektion ein Blackout und du hast Gedächtnisausfälle. Verliere entweder 4 Hinweismarker, 2 Zauber oder eine Fähigkeit deiner Wahl. Boah, das ist ja... Oh, geh lieber da raus, da vorne wärst du besser. Ja. Will der mich verarschen? Zauber nicht schnell tot. Du hast null Wille. Ja. Ja, aber egal, weil ich gebe jetzt die Dinger hier aus, die brauche ich nämlich nicht mehr. Weil für Wille... Ja, aber du musst es doch 4 Stück begeben. Wie viele Erfolge brauche ich? Einen. 2. 2 Erfolge. Ja. 2 Würfel. Aber die Runde ist doch fast zu Ende. Grant, hast du schon was gemacht? Das heißt, du kannst nicht mehr neu würfeln. Ja, du kriegst 2 Würfel, ne? Denk mal. Warte mal, was macht der? 2 Würfel habe ich hier. 1, 2. Was macht denn? Er versucht, die Probe zu schaffen. Er hat doch die Willen. Er hat doch gar keinen Willen. Ja, er hat sich einen Würfel gekauft. Ich kaufe einen Würfel und hierdurch bekomme ich noch einen Würfel. Also aber war das nicht minus 1? Minus 1. Ja, habe ich ja. Ich habe, insgesamt habe ich 1. Minus 1 sind 0 und ich kaufe mir 2 Würfel. Ach, dafür kriegst du 2. Ja, genau, wegen Wille. Okay. Mach jetzt nicht deine Stärke. Nee, nicht am Wochenende. 0 daneben. Du kannst ihn neu würfeln lassen. Ich kann dich neu würfeln lassen. Weil das Ding bringt doch nichts, dann würfelst du ja nur einen neu. Nee, ich bekomme immer 2 Würfel hierfür. Okay. Und die brauche ich überhaupt für nichts mehr. Ja, aber ich brauche meins ja jetzt diese Runde auch nicht mehr. Also mach erstmal ruhig von meiner Fähigkeit nochmal wiederholen. Ja, wofür brauche ich denn den noch? Ja, weil seine vielleicht Fähigkeit... Vielleicht fallst du nochmal, weil meine Fähigkeit... Später im Kampf kannst du eventuell nochmal wirken. Okay, dann mache ich jetzt erstmal seine Fähigkeit. Jo. Nee, nur ein Erfolg. Einer. Also jetzt die, aber die, der zählt schon. Ja klar. Ja, klar, der zählt. Ja, ja, halt. Okay. So, wenn du eine Fähigkeit kannst, du kannst eine Fertigkeit ziehen. Nee, will ich. Setz mal deinen Willen lieber nach oben dann gleich. Für die Yay! Anstalt. Jetzt bekomme ich plus 1 Geschwindigkeit. Und wenn der Ermittler einen Hinweismarker ausgibt und ein Würfel, ja, das ist super. Ganz tolle Nummer. So, ich will auch. Stopp! Mach das nicht. Gib mir dein ganzes Geld. Wenn da jetzt eine Zweihandwaffe kommt, die 8 Dollar kostet. Du kannst eine Kleinigkeit kaufen, er kann eine Kleinigkeit kaufen. Oder ihr kauft was Dickes und handelt es nachher nochmal. Genau. Mal gucken hier. Machen wir das doch lieber so. Dann habe ich einen Dollar plus, der glaubt dir alles. Ich habe dir 3 gegeben und habe hier 4 bekommen. Das ist das Raritätenladen, ne? Sterne Glücksprobe, minus 1 oder dir fällt versehentlich etwas herunter. Wirf einen Gegenstand deiner Wahl ab. Solltest du keinen Gegenstand haben, ziehst du eine neue Standardkarte. Ah, wie Schrott sind das ja im Endeffekt. Ja, der sagt, zieh eine Karte. Nimm das doch für das Geld, was du mir gegeben hast. Wir haben hier gehandelt, ne? Achso, ja. Nimm du einfach das Schwert. Dann hab ich jetzt etwas, was schaden kann. Ja, eben, genau. Dann hat nämlich jemand gesagt, zieh eine Karte, hat er dir einen Dollar aus der Hose gezogen. So, Glück. Was habe ich denn? Glück 0, das ist eh schon erledigt. Und jetzt geht ein Gegenstand. Ja, hier die Schrotflinte, die brauche ich ja eh nicht mehr. Oder, ne, komm, ich nehme den dunklen Mantel. Wobei, es macht ja eh keinen Unterschied. Die Schrotflinte nutzen wir nicht mehr. Ja, den auch nicht mehr. Wobei, der kann schon mit schleichen. Nimm ich den. Schleichen ist doch voll wichtig für den Boss. Nee, das hier ist Ausweichen. Plus weil eins. Die Schrotflinte tatsächlich bei ihr nicht verkehrt ist. Sie hat zwar die Tommy Gun, das ist richtig, aber
Deswegen gibt auch nur plus 4, die Tommy Gun plus 6. Aber 6 zählen doppelt bei der Waffe. Stimmt, als zwei Erfolge. Könnte man mal überlegen, weil 6 dann da reinzuknüppeln. Handeln wir vor dem Boss nochmal alle automatisch? Ja, darf man, ja. Deswegen, Schrotflinte bei ihr wäre echt nicht so unglaublich verkehrt. Mhm. Muss man, weil du hast in der Zeit, wo du denkst, okay, wir sind recht safe, kannst du dir trotzdem die Tommy Gun nehmen oder andersrum, um dann noch einen rauszuholen. Genau, so ist das. Wenn wir halt sowas wie, wir haben 15 Punkte, das heißt, wir haben zwei Marken weg, aber noch ein Punkt mehr würde den Erfolg bringen, dann kannst du halt das Ding rausholen, um zu gucken, ja, vielleicht kriegen wir noch 6. Ja, irgendwie sowas in die Richtung. Gut. Ja, dann geht es jetzt weiter hin, oder? Yep. Oder machen wir erstmal Cut? Es ist noch nicht. Was sagt denn die Uhr? Halt, stopp, ich habe noch mal eine Bewegung gehabt hier. Sie muss noch, ich habe angefangen. Ja. Achso. Du hast angefangen. Okay. Jetzt, gerade schon. In der Begegnung im alten Zauberladen. Ordentliches bitte. Du entdeckst ein interessantes, aufgeschlagenes Buch auf dem Schreibtisch von Miriam Becher. So viele Bücher in der Stadt. Bestehe ein Wissensprobe, minus 1, oder du stellst bei genauem Hinsehen fest, dass es sich um ein verfluchtes Buch handelt, so wie du jetzt auch verflucht bist. Siehst du, wenn das nämlich jetzt kommt, dann ist die Schrotflinte sowieso deine erste Wahl, weil du eh nur auf 6 triffst. Komm schon, bitte. Hat Grant seine Fähigkeit? Ja, für schon. Vita habe ich das dann reingebuddelt. Wie kann man sich entfluchen? Mit einem Segen. Oh, minus mal. Oder Würfels, warte mal, wenn Würfel geworfen werden, das ist klar. Das ist genau wie beim am Anfang der Runde wird ein Würfel geworfen, bei einer 1 wird der Fluch abgelegt. Also Wiedersehen. Das heißt, wir haben noch eine Runde Zeit. Das, nee, auch im Kampf gegen den großen Alten ist jede Kampfrunde wird gewürfelt. Und solange du das hast, nimm die Schrotflinte. Gut. Ja, dann geht's jetzt. Hier weiter, ne? Genau. Dann lass uns doch einfach mal kurz einen Cut machen. Und dann machen wir gleich weiter. Okay. Macht's gut, Leute. Bye. Bye.